Hallo, hier ist Uta Müller von Utas Media Talk, diesmal in Weinheim bei Heidelberg, nicht auf der Frankfurter Buchmesse. Neben mir sitzt Dr. Hans-Joachim Marz und da ich gerade von der Buchmesse komme, ist mir wieder aufgefallen, wie viele Lebenshilfebücher es gibt. Also das, manche sind sehr gut, manche irgendwelche selbsttherapeutischen Versuche. Was sagen Sie als Psychiater dazu? Sehe ich problematisch, ja. Weil auf der einen Seite, wenn Lebenshilfebücher, Beratung boomt, ist das für mich ein Zeichen, ein Symptom, wie groß die Bedürftigkeit der Menschen ist, Rat zu bekommen, Hilfe zu bekommen. Also das sagt etwas von der inneren Verfasstheit vieler Menschen. Und das Problem ist, wenn man jetzt zu Ratgebern greift, dass man die in der Regel so benutzt und verwendet, wie sie immer noch in das eigene eingeengte Weltbild passt. Das heißt, man kann auch mit Ratgebern die eigene Problematik noch vergrößern. Ich kenne zum Beispiel auch viele Eltern, die mit Schwierigkeiten in der Betreuung ihrer Kinder zu Ratgebern greifen und dann finden, oh, das ist gut, und dann machen sie das. Sie machen es aber, ohne es innerlich auch wirklich zu verkörpern. Also sie haben es nicht wirklich verinnerlicht. Und beim Kind kommt nicht das an, was gemacht wird, sondern was das Kind fühlt, wie es behandelt wird. Sodass oft eine Tragik dadurch entsteht, dass die Eltern zwar bemüht sind, das Richtige zu machen, aber es kommt nicht als solches beim Kind an. Dann sind die Ratgeber sogar schädlich. Also wenn man nach Ratgebern greift, sollte man immer auch sich mit erfahrenen Leuten, wenn man so will, mit Experten, aber eben auch mit welchen, die mit der Thematik vertraut sind, das besprechen, dass man auch verstehen kann, was eigentlich und wozu geraten wird. Dass man es nicht nur übernimmt, sondern immer auch prüft, wie kann ich das, was jetzt hier als gut und richtig angesagt wird, auch innerlich vertreten. Habe ich das zur Verfügung? Ja? Der Unterschied besteht wirklich, setze ich das auf, als ob, oder kann ich das wirklich zu meiner eigenen Sache machen? Damit wäre man ja auch mit der eigenen Problematik konfrontiert. Und das ist dann notwendig, um das, was ein Rat gegeben wird, auch wirklich hilfreich wirken kann. Ich habe so den Eindruck, dass etwas verloren gegangen ist, nämlich vielleicht, dass man selber nach einer Lösung sucht und dass man sich an irgendwelche, vielleicht auch ideologischen Systeme klammert und nicht bereit ist, mal über das eigene Weltbild hinwegzusehen. Das ist leider so. Dadurch, dass die meisten Kinder, ich sage immer, keine in der Frühbetreuung keine gute Beziehung bekommen. Beziehung ist ja immer eine Subjekt-Subjekt-Beziehung. Das heißt, das Kind ist ein eigenes Wesen, eine eigene Person, die eben auch die Eltern beeinflusst. Nicht nur, dass die Eltern ein Kind beeinflussen. Der Unterschied liegt also zwischen Erziehung oder Beziehung. Erziehung meint immer, dass Eltern, Experten, Lehrer wissen, was richtig oder falsch ist, was gut oder schlecht für das Kind ist. Und damit wird das Kind immer letztlich autoritär beeinflusst und manipuliert. Bei einer Beziehung, einer Subjekt-Subjekt-Beziehung, sind die Beziehungspartner, vor allem die Erwachsenen, immer bereit, sich auch in die Welt des anderen, also in dem Falle des Kindes, einzufühlen, um zu verstehen, was für das Kind jetzt gut und richtig ist. Nicht, was man meint, was für das Kind richtig und gut sein sollte. So, und das ist nicht mehr gegeben. Dadurch haben viele Menschen wirklich die natürliche Beziehung verloren. Sie wissen nicht
mehr, können sich nicht mehr einfühlen, wissen nicht mehr, was der andere braucht und greifen dann eben zu Ratgebern, um etwas im guten Bemühen richtig zu machen. Aber es beruht nicht auf Einfühlung, nicht auf wirklicher Empathie. Und das macht es so schwierig. Aber es greifen ja auch viele Menschen zu Ratgebern in unserer Stressgesellschaft. Viele Menschen erleiden einen Burnout oder werden krank und greifen dann zu Ratgebern, gehen zu irgendwelchen Coaches und suchen Rat. Aber was kann jetzt jemand wirklich tun, der da leidet, der eine Familie zu versorgen hat, der Geld verdienen muss und steckt da in irgendeinem Hamsterrad drin? Naja, wenn man Rat sucht, halte ich es immer für richtig. Nicht, dass man gesagt bekommt, was man jetzt machen soll oder verändern muss, was richtig oder falsch ist, sondern dass man in eine beratende Beziehung, eine therapeutische Beziehung, eine gecoachte Beziehung kommt, in der es um Auseinandersetzung in dem Sinne geht, um Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis. Nicht, was soll ich besser machen, sondern wieso habe ich mich jetzt so und nicht anders verhalten? Was sind meine Motive? Was sind meine Beweggründe? Was ist der Hintergrund? Also, dass man die eigene Problematik besser versteht. Also, das wäre für mich das ehrliche Bemühen, dass man in einer Krise und im Konfliktfall den Austausch, die Auseinandersetzung, immer in dem Sinne, und wie bin ich beteiligt? Also ich bin das Problem. Nur ich kann mich verändern. Und das möchte ich möglichst verstehen. Im Unterschied, wie viele Menschen, du musst dich verändern oder die Verhältnisse müssen sich verändern. Oder ich mache jetzt etwas, was man eben machen soll, ohne es in den tieferen Zusammenhängen zu verstehen und wie ich das wirklich auch verkörpern kann. Also wenn man so will, ist Hilfe in vielen Fällen gut und richtig, aber es geht um die Qualität der Hilfe und die sehe ich immer darin, dass es immer um eine Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung geht. Aber Sie haben ja jetzt Bücher geschrieben wie die narzisstische Gesellschaft oder die normopathische Gesellschaft. Da geht es ja gerade um die Gesellschaft. Wenn Sie jetzt einen Ratgeber schreiben wollten, was würden Sie denn da schreiben? Zum Beispiel, dass man keinen Fremdenrat nur annehmen soll, sondern schon, man kann mit anderen Menschen, auch mit Experten sich auseinandersetzen. Immer auf der Suche, dass man sein eigenes Gewordensein, seine eigenen Positionen versteht, aus welchen Zusammenhängen, warum denke ich so, warum handle ich so, wer hat das mir abverlangt. Ich schreibe solche Bücher nicht mit der Absicht, dass dort die Wahrheit oder drin steht, was richtig und was falsch ist, sondern ich versuche zu beschreiben, was mit Menschen geschieht, die so und so behandelt werden und wie sie sich dann auch fehlentwickeln, damit man sich darin erkennen kann, um innezuhalten, um sich zu fragen, was sind meine Schwachpunkte, was sind meine Stärken, wie soll ich sein, wie bin ich wirklich? Also um diese Auseinandersetzung mit sich selbst zu führen. Und diese Selbsterkenntnis und Selbsterfahrung braucht immer einen Beziehungspartner. Und zwar einen, der nicht berät, nicht belehrt, nicht kritisiert, nicht beschämt, es nicht besser weiß, sondern ich sage mal, der im besten Fall wie ein Empfangsschlüssel ist. Also jemand, der sich so verhält, dass ich mich mitteilen kann, wie ich wirklich bin, der neugierig ist, ja, der verstehen will, der mit dieser Einstellung mich selbst ermutigt, weiter in die Tiefe zu forschen, was in mir da noch abgelagert ist. Wenn man dagegen nur gesagt kriegt, das ist jetzt nicht gut oder das macht man nicht oder das ist falsch, dann zuckt man zusammen, verschließt sich wieder und im Grunde genommen die Chance ist vertan, dass man zu den tieferen seelischen Schichten vordringt, wo im Grunde genommen die Motivation für das eigene Verhalten liegt. Also wie ein Mensch den Partner wählt oder mit Kindern umgeht oder seine Berufswahl oder seine politischen Ansichten haben
haben alles Hintergründe, tief verborgene Beweggründe. Man könnte sich oder müsste sich eigentlich immer fragen, warum wähle ich diesen Partner oder diesen Beruf? Ja? Dabei Hilfe zu bekommen, also das Nachdenken, das Reflektieren, dass das unterstützt wird, das ist echte Hilfe. Aber dann gibt es ja eigentlich diesen restlos unmanipulierten Menschen überhaupt nicht. Weil jeder hat ja irgendwie Gründe, hat was erfahren, hat Verletzungen erfahren, egal wann und wie auch immer. Der wäre ja sonst im Paradies geboren. Das ist richtig. Es gibt den unmanipulierten Menschen gibt es nicht mehr. Wir werden natürlich ständig manipuliert von Anfang an, wie wir geboren werden, wie die Eltern uns behandeln, wie wir in der Familie, welche Rolle wir in der Familie spielen, in der Schule, was sein muss, wie die Gesellschaft einen Namen. Ja, und diese Manipulation ist eben schlimmer oder geringer. Und wenn sie schlimmer ist, wird man daran krank oder ein schlechter Mensch oder ein böser Mensch, ja, der jetzt andere bedroht und belastet. Nein, es geht nicht darum zu denken, man könne die Manipulation vermeiden, sondern eher darum, dass man akzeptiert, dass man immer auch ein Manipulierter ist und kritisch bemüht ist, herauszufinden, was ist daran akzeptabel, was kann man noch gelten lassen und wo wird es aber Zeit, dass man das überwindet und wirklich eigeneres, freieres Verhalten findet. Also das Ziel auf dem Weg zur Freiheit. Ja. Die eigene und auch die des anderen respektieren. Nur der Mensch, der auch sich halbwegs frei fühlt, also im Sinne von, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich weiß, wer ich nicht bin oder was ich nicht kann. Also der frei ist, sich kritisch einzuschätzen. Nur der kann auch die äußere Freiheit genießen und wird nicht süchtig auf der Suche sein, irgendein Glück zu finden. Und nur der kann dann auch anderen Menschen Freiheit zugestehen, weil er weiß, dass jeder Mensch eben auch seine Begrenzung, seine Einschränkungen, seine Fehler hat, wie ich selbst auch. Herr Dr. Marz, das nehme ich Ihnen ab. Sie sind in einem totalitären System in der DDR groß geworden und Sie haben immer versucht, Ihre Freiheit zu wahren und zu leben. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Uta Müller, Utas Media Talk.